Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part habe ich gesagt, dass ich noch ein klein wenig trainieren gehe. Und das habe ich natürlich auch gemacht, nämlich nur ein klein wenig. Aber ich habe natürlich auch noch andere Sachen gemacht, wie unter anderem den Wunderkoch hier gesucht und eben im Haus von Eicher gefunden, die geopfert werden sollte. Dieses, ja, Megafon, Grammophon oder wie auch immer man dieses Ding hier nennt, ist der Wunderkoch. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept bei, das das Herz von Jägern höher schlägen lässt. Fleischeintopf. Zack. Gelernt, wie man Fleischeintopf zubereitet. Yay. Fleischeintopf. Man nehme Fleisch und Seegras. Seegras? Ne? Naja. Zutaten für Fleischeintopf erhalten. Schön. Lebt wohl. Na, ich denke, wir werden uns wiedersehen. Also sagen wir uns noch nicht leb wohl. Und ja, gehen wir hier wieder weg. Wir können Asgard dem Rücken kehren und uns so langsam mal in Richtung Turm des Manners begeben, wenn wir denn den Schlüssel hätten, der uns noch fehlt. Also würde ich sagen, müssen wir erstmal Pietro retten, weil ich habe dann das Gefühl, dann kommt Clara uns entgegen und wir kriegen den Schlüssel, den sie dem Priester weggenommen hat. Und ja, dafür müssen wir jetzt endlich erstmal zum Umaki-See. Oder wir müssen erst zu Pietro und dann zum Umaki-See. Und das wäre ein ziemlicher Umweg. Auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, eben als ich auch noch trainieren war, kam ein kleiner Dialog und den blende ich jetzt einfach mal kurz ein, denn den habe ich aufgenommen. Yay! Mama, ich habe dich gerecht. Lloyd, deine Mutter wurde von deinem Vater getötet. Kannst du da wirklich behaupten, du hättest sie gerecht? Qua war derjenige, der meinen Vater quasi dazu gezwungen hat, meine Mutter zu töten. Oder etwa nicht? Allerdings, das war eine überflüssige Frage. Entschuldige bitte. Nein, ist schon in Ordnung. Und ja, da haben wir auch was über Kratos erfahren wieder und über Lloyd und ach, schön. Und ja, würde ich sagen, begeben wir uns erstmal zum Umaki-See und hoffen auf das Beste. Oder Umaisi, wie auch immer man den aussprechen will. Und der ist ja direkt hier vorne. Das ist ja nicht das Problem. Nur das Problem hätten wir, wenn wir nach Luin laufen müssten und dann wieder zurück zu dem See. Das wäre ziemlich doof. Aber schauen wir einfach mal selber. Und ihr könnt euch gleich mal auf einen Kampf freuen, denn ich habe die Unisono-Attacken auch ein bisschen angepasst. Auch viele Erfahrungsgemme wieder verteilt. Obwohl, warten wir, bevor wir das betreten, möchte ich euch das kurz zeigen. Erfahrungsfähigkeiten, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Hier haben wir halt die Erfahrungsgemme und die bringen verschiedene Fähigkeiten. Wie jetzt beim Lloyd erhöht die Basis-Attacken-Kombo um 1 oder vermindert den Schaden, der bei der Abwehr erlitten wird. Und da kann man sich halt einen von den vier jeweils aussuchen. Und je nach Level des Erfahrungsstammes hat das halt unterschiedliche Auswirkungen. Und bei dem Level 3er, das ist so ziemlich seltener schon, den hatten wir von dem Skelettkrieger erhalten. Von dem Krieger der Unterwelt. Und ja, ansonsten hatten wir hier noch ein paar Zweier. Und beim Genus haben wir durch die Magie die Intelligenz erhöht. Und ja, durch den Geist von Level 2 haben wir hier rechts eine Kombination, die sich nach einer Zeit, ja, nach Kämpfen auftun kann. Und ja, die beiden kombinieren sich halt zusammen zu Technik, so dass wir noch weniger TP mit Genus verbrauchen. Und die anderen haben leider nichts Besonderes zusammen. Und ja, wollte ich euch einfach nur gezeigt haben. Aber jetzt ab zum See. Mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Seht euch das an! Wow! Ein Fisch! Wie wunderschön! Ein Einhorn! Rain, da ist ein Einhorn! Da war ein Einhorn? Ich habe nur einen Fisch gesehen. Tja, aber warum ist das? Wow, auf dieser Seite gibt es also auch noch Einhörner. Auf dieser Seite? Nichts. Ob wir Kontakt mit ihm aufnehmen können?
Wollen Sie die Heilkräfte nutzen, die das Horn des Einhorns enthalten soll? Ja, genau. Mit dem Horn könnten wir vielleicht Colette und Clara retten. Wirklich? Das wäre möglich. Heilkünste wurden angeblich durch das Studium des Horns entwickelt. Dann müssen wir einen Weg zu dem Einhorn finden. Aber wie kommen wir darüber? Können wir nicht zu ihm hintauchen? So lange könntest du die Luft nicht anhalten. Verdammt, können wir denn gar nichts tun? Es gäbe eine Möglichkeit. Fälsche? Wir könnten Undine beschwören, um das Mangel des Wassers unter Kontrolle zu bekommen. Undine muss hier, muss irgendwo in dieser Welt sein. Undine, du meinst den Elementargeist? Keiner von uns kann den Elementargeist beschwören. Ich habe noch kein Bündnis geschlossen, aber wenn ich einen Pakt eingehe, kann ich die Geister beschwören. Oh, China ist eine Beschwörerin. Ich bin eine Magierin, der Wächter, aber ich kann auch beschwören. Ich dachte, die Kunst des Beschwörens sei vor langer Zeit in Vergessenheit geraten. Es gibt sie noch, aber wenn ihr kein Interesse habt, werde ich euch nicht zwingen. Nein, wir brauchen das Horn. Bitte hilf uns, China. Okay, dann gehen wir zum Siegel des Wassers. Dort sollten wir Undine finden. Der Toda-Geysir, stimmt's? Gehen wir. Ja. Ja, gehen wir zum Toda-Geysir. Schon wieder. Toll. Ein ziemlicher Umweg. Stimmt. Oh, schon wieder dahin. Naja, da können wir nichts machen. Wir brauchen es anscheinend. Leute, schlechte Angewohnheit. Ein Elementargeist. Ich frage mich, wie so ein Pakt funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, einen zu schließen. Das ist typisch, Leute. Wird es dich nicht wieder auf halbem Weg langweilen? Seid ruhig, ich bin interessiert, also bin ich aufgeregt, okay? Dein Interesse ist ja gut und schön, aber... Dein Problem ist, dass dein Interesse nicht lange anhält und du dich dann langweilst. Hört auf auf mir herumzuhacken, ihr Fiesen! Hör du auf, uns den Mund zu verbieten! Hey! Wir reden hier über eine Einstellung. Jetzt schreien sie alle rum. Ihr seid jetzt alle drei ruhig. Das war die falsche Stimme. Sorry. Oh ja, wenn Rain zu Worte kommt, dann sind alle ruhig. Oh mein Gott. So, also auf zum Todai-Geysir. Mal wieder. Denn ja, ihr habt es ja selber mitbekommen. Wir sollen dort einen Elementargeist abholen. Und China ist eine Beschwörerin. Und da kann ich nächstes Mal auch getrost einfach ja, die Unisono-Attacke einsetzen, denn da ist schon ein kleines Tierchen, was wir beschwören können. Nämlich Corinne, das kleine hundartige Wesen, das sonst immer bei China manchmal mit dabei war. Macht zwar nicht viel Schaden, aber immerhin, ne? Gut, dann gehen wir jetzt aufs Feld und dann sind wir auch gleich beim Toda-Geysir. Und Leute, ich würde sagen, wenn nichts Wichtiges bei rumkommt, schneide ich das kurz raus und wir sehen uns dann beim Toda-Geysir wieder. Und da wären wir auch schon beim Toda-Geysir und hier sind überall Monster, oh mein Gott. Toda-Dog. Okay, wir sind beim Dog. Entschuldigung. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal so einen Waschsuber und fahren direkt nochmal dahin. Super. Hätte Shino uns damals nicht schon helfen können. Ihr seid also die Gruppe der Auserwählten. Ihr hättet es mir sagen sollen, ich kann von der Auserwählten kein Geld nehmen. Möchtet ihr mit dem Boot fahren? Ja, gerne. Vielen Dank. Gut, und dann, ja, das kennen wir alles. So, komm. Leute, gib Gas, wir wollen rüber. Oh, ein paar Minütchen haben wir ja noch. Gut, dann wären wir auch schon hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir den ganzen Weg da nochmal rein. Der war ja zum Glück nicht allzu weit. Denn das Rätsel ist ja noch weitestgehend gelöst. Zack. Und die Brücke ist auch noch nah. Wie wunderbar. Gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Zack. Und dann wollen wir uns doch mal besagte Undine anschauen. Ich bin ja gespannt.
Ja, okay, eigentlich kenne ich's ja, aber ich tu einfach so, denn wir streben nach Stärke. Kratos? Bitte? Bin ich stärker geworden? So ein kleines bisschen? Deine Schwerttechnik ist sicherlich besser geworden, trotzdem. Trotzdem? Du hast erkannt, dass das allein nicht ausreicht, nicht wahr? Deshalb musstest du mich fragen. Welche Stärke du suchst, welchen Weg du gehst, niemand außer dir kennt die Antworten. Ja, ich glaube, du hast recht. Trotzdem gibt es noch viele Kampftechniken, die du noch nicht beherrschst. Kämpfe weiter an der Seite deiner Gefährten und besiege die Gegner. Vielleicht findest du auf diesem Weg die Antworten. Jetzt guck doch nicht so betrübt. Gut, ich vertraue darauf, dass ich eines Tages die Antworten finden werde. Bis dahin werde ich das tun, was ich kann. Wow, das klingt absolut nicht nach mir. Ja, lächeln, das ist viel besser. Meisterschaft wurde dem Trainingshandbuch hinzugefügt und ich, ja, betone es gerne wieder, ich habe da noch nie reingeguckt. Sollten wir das mal machen? Ah, ich weiß nicht. 3 Minuten, das wird sowieso knapp. Ah, schwer. Gut, ich würde sagen, naja, das schaffen wir in 3 Minuten eh nicht. Ich heb mir das, was hier kommt, für den nächsten Part auf. Wir gucken doch mal ins Trainingshandbuch. Premiere! So, wo haben wir es denn? Trainingshandbuch. Oha. Oha, oha. Kampftechniken. Zielen. Zielen kann ich nicht gut. Drücke R, damit der Charakter auf der... Ist ja super interessant. Meisterschaft. Oh, Grad. Kämpfe werden am Grad gemessen. Dieser Grad beeinflusst nicht die Geschichte. Er ist nur eine Maßeinheit für die Taktik, die im Kampf eingesetzt wurde. Elementargeisterbeschwörung. Das ist interessant. Wenn China im Overlimit-Modus ist, kann sie verbündete Elementargeister zu Hilfe rufen. Allerdings verliert sie dadurch sofort ihren Overlimit-Status. Also sei vorsichtig. Und ja, leider geht es auch nur um Overlimit oder halt in der Unisono-Attacke. Und deswegen, ja, recht interessant. Ja gut, ich würde sagen, das ist so uninteressant, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Lassen wir das. Das meiste, ja, erfährt man sowieso durch die Praxis. Zack, weg mit dem Buch. Also, ich würde sagen, das schaffen wir nicht mehr in diesem Part, deswegen lesen wir noch Chinas Angst. Das ist übrigens Corinne. China, hast du Angst? Ja, ich könnte wieder versagen. Mach dir keine Sorgen, bevor das passiert, werde ich dich retten. Danke. Ja, das war kurz. Ciao. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich auch vorerst den Part. Und ja, würde ich sagen, besuchen wir im nächsten Part doch mal dann Udin, den Elementargeist des Wassers. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.